Ja, hallo und willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte uns noch mal ganz kurz vorstellen. Meine Kollegin Nele Neuberger haben Sie gerade schon gehört. Sie wird Ihnen im zweiten Teil zeigen, wie man Fake News aufdecken kann. Mein Name ist Wiebke Petersen und ich gebe Ihnen zunächst eine ganz kurze Einführung in das Thema Fake News. So, also Thema heute sind Fake News, sehr aktuell, aber eigentlich gar kein allzu neues Thema. Denn seitdem Menschen miteinander kommunizieren, werden auch absichtlich falsche Nachrichten übereinander verbreitet. Es werden Minderheiten zum Beispiel durch mündlich verbreitete Lügen denunziert. In früheren Zeiten, heute funktioniert das dann auch nicht nur mündlich, sondern natürlich auch übers Internet, über soziale Medien. Schon immer wurden politische Gegner durch Fake News falsch dargestellt. Also wirklich kein allzu neues Thema. Aber gerade jetzt im Hinblick auf die Corona-Krise oder auch auf den Krieg in der Ukraine nimmt das Thema gerade wieder sehr an Fahrt auf. Wir können uns jederzeit informieren, zum Beispiel im Fernsehen, Radio, Internet oder in den sozialen Medien. Wir bekommen Nachrichten zugeschickt über Kontakte und Freunde mit Bildern, Videos, kurzen Artikeln. Und es ist wirklich so, man sollte nicht jeder Nachricht, die man sieht, Glauben schenken. Und uns als Bibliothek liegt es da jetzt sehr am Herzen, auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir wollen Ihnen heute anhand aktueller Beispiele zeigen, wie real die Problematik da wirklich ist. Und wir wollen Sie darauf sensibilisieren, Nachrichten nicht unvoreingenommen zu glauben, sondern stets kritisch zu betrachten. Was erwartet Sie in den nächsten 25 bis 30 Minuten? Wir wollen erstmal aufklären, was sind Fake News und welche Ziele stehen eigentlich hinter der Verbreitung von Fake News. Und dann wollen wir darauf eingehen, wie man Fake News aufdecken kann. Also wir werden Ihnen viele Beispiele zeigen, worauf man achten kann und welche Hinweise es gibt, die dazu führen können, Fake News zu entlarven. Und zuletzt zeigen wir Ihnen noch, wie Sie die Verbreitung von Fake News verhindern oder zumindest nicht weiter unterstützen können und wo Sie sich weiter über Fake News informieren können. Oder zum Beispiel auch nachschauen können, ob ein Artikel, den Sie gelesen haben, möglicherweise schon auf einer Fake News-Seite als Fake News deklariert wurde. Für alle, die jetzt heute hier sind, egal was Sie nutzen, um sich auf dem Laufenden zu halten und Nachrichten zu konsumieren, es kann wirklich in jedem Medium vorkommen, dass dort auch Fake News verbreitet werden. Also dürfte das Thema interessant sein, wirklich für alle. Was sind denn jetzt Fake News? Wir haben den Begriff mittlerweile oft genug genannt. Was verbirgt sich dahinter? Ich habe hier mal zwei Definitionen rausgesucht, ein paar wichtige Punkte hervorgehoben, die ganz gut darstellen, was so die besonderen Merkmale von Fake News sind und wie man sie, ja, genau. Definition 1 sagt, Fake News sind Inhalte mit geringem Wahrheitswert, die bewusst erstellt und in einem journalistischen Format verbreitet werden. Und Definition 2 sagt, Fake News sind in den Medien und im Internet, besonders in sozialen Netzwerken, in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen. Erstes ist hier hervorgehoben bewusst. Das heißt also, Fake News sind keine Falschmeldung, die aus Versehen mal passieren kann. Das sehen wir ab und zu mal in einem Online-Artikel, wo zum Beispiel ganz unten dann drunter steht, Korrektur, am so und so vielten haben wir dies und das behauptet, dieses korrigieren wir jetzt hiermit. Oder die Zeitungsente, die auch ein paar Tage später in der neuen Ausgabe der Zeitung nochmal korrigiert wurde. Fake News sind also bewusste Verbreitungen von Unwahrheiten. Dann taucht das Ganze oftmals in einem journalistischen Format auf. Das heißt, die Fake News sind so aufgemacht, dass sie von einer wahren Nachricht kaum zu unterscheiden sind. Also die haben ein ähnliches Format mit einem Titel, vielleicht einem kleinen Bild- oder Videoausschnitt und einem kurzen Text drunter. Benutzen oftmals Schriftarten, die wir mit anderen Nachrichtenmedien identifizieren. Und so kann man eigentlich nur vom Blick auf die Nachricht gar nicht erkennen, dass das Fake News ist. Dann tauchen Fake News, wie schon gesagt, in allen Medien auf, im Internet und auch in sozialen Medien. Das heißt, sie können zum Beispiel im Radio, im Fernsehen laufen, in der Zeitung abgedruckt werden. Da kann man zum Beispiel an den Skandal vom Spiegel denken von vor ein paar Jahren. Da hat ein Spiegelautor sämtliche seiner Reportagen erfunden und die wurden tatsächlich auch online gestellt bzw. abgedruckt. Soziale Netzwerke ist nochmal extra hervorgehoben, denn hier verbreiten sich Fake News wirklich besonders schnell. Und das liegt vor allem daran, dass hier wirklich jeder kostenfrei Inhalte erstellen kann und natürlich dann auch verbreiten kann.
Man kann auch Screenshots von irgendwelchen Fake News Seiten oder auch natürlich von seriösen Nachrichtenseiten kopieren und in den sozialen Netzwerken weiter verbreiten. Und das Ganze passiert in manipulativer Absicht. Also Fake News sollen nicht zu Informationszwecken dienen, sondern sie wollen die Meinung der Leser in eine bestimmte Richtung lenken. Okay, es gibt viele Studien, die sich mit Fake News beschäftigen und die haben herausgefunden, dass sich Fake News sehr, sehr viel schneller, stärker und weiter verbreiten als wahre Nachrichten. Wir sehen hier auf der rechten Seite einen Ausschnitt aus einer Studie von 2018. Da hatten Forscher Twitter-Nachrichtenketten untersucht. Damit ist gemeint ein Tweet und sein Retweet und dessen Retweet, also ganze Ketten, die auf eine Ursprungsnachricht zurückzuführen sind. Und zwar im Zeitraum von 2008 bis 2016. Diese Nachrichtenketten wurden von Faktencheckern bewertet, ob sie als falsch, wahr oder man konnte es nicht so genau sagen, also als gemischt eingeordnet werden konnten. Die Analyse ergab dann, dass ein Großteil der Nachrichtenketten, die auf Twitter verbreitet werden, Falschnachrichten sind. Weitere Untersuchungen wurden dazu auch gemacht. Zum Beispiel wurde geguckt, wann die Höhepunkte sind von der Verbreitung von Falschnachrichten. Und das sind meistens politische Ereignisse, wie zum Beispiel Präsidentschaftswahlen. Im Zeitraum 2008 bis 2016 liefen zwei Präsidentschaftswahlen in den USA, eine in Frankreich. Und das waren so die Hochereignisse von der Verbreitung dieser falschen Nachrichtenketten. Nun ist die Frage, wie verbreiten sich Fake News denn? Also zum einen sind sie so gestaltet, dass man unbedingt mehr wissen möchte. Also sie haben eine sehr ansprechende Gestaltung. Sie möchten, dass man darauf aufmerksam wird. Sie können richtigen Nachrichtenformaten sehr ähneln, wie ich gerade schon gesagt habe, oder fallen durch sehr reißerische Überschriften auf, die sehr polarisieren und zum Klicken anlocken wollen. Manchmal werden Bilder oder Videoausschnitte gezeigt und genau, man soll einfach zum Anklicken animiert werden. Soziale Medien spielen eine sehr große Rolle in der Verbreitung von Fake News. Ein Punkt hatte ich schon erwähnt. Es ist einmal, jeder kann kostenfrei Inhalte erstellen und verbreiten. Aber auch die Funktionsweise der sozialen Medien spielt hier eine große Rolle. Soziale Medien setzen nämlich auf personalisierten Content. Das heißt, Beiträge, die sie sehen, die passen zu ihren eigenen Interessen und Überzeugungen. Das liegt daran, dass es einen Algorithmus dahinter gibt, der das rausfiltert, was Sie allgemein nicht oft anklicken, also was Sie anscheinend nicht so interessiert. Und es wird Ihnen somit nur noch das angezeigt, was Ihren Interessen entspricht, was Sie oft anklicken. Außerdem neigen Menschen dazu, Inhalte zu glauben, die der eigenen Meinung entsprechen. Und wenn soziale Medien einem ständig nur noch diesen Content anzeigen, fühlen sich Menschen in ihrer Meinung bestätigt und halten Meldungen dazu zu diesem Thema auch meistens für glaubwürdig. Und wie in der analogen Welt auch, umgibt man sich auch in der digitalen Welt häufig mit Freunden oder Kontakten, die ein ähnliches Weltbild wie einer selbst teilen. Und wenn man von diesen dann geteilte Inhalte geschickt bekommt oder in ihrem Feed liest, dann gilt das auch erstmal als vertrauenswürdig. Somit kann man als Nutzer und Nutzerin in eine Art Filterblase geraten. Also die eigenen Interessen und Meinungen werden ständig angesprochen durch den angezeigten Content in den sozialen Medien, da Gegenteiliges durch den Algorithmus rausgefiltert wird. Auch Social Bots spielen eine Rolle in den sozialen Medien. Das sind computergesteuerte Accounts, die können Meldungen automatisch verbreiten. Und oftmals senden sie viele Meldungen zum gleichen Thema innerhalb sehr kurzer Zeit aus. Sie können auch Beiträge zu bestimmten Themen kommentieren, wodurch diese Beiträge dann auch an mehr Reichweite gewinnen. Als letzten Punkt ist hier noch aufgeführt das unreflektierte Weiterleiten. Also ein Artikel, den man für interessant befindet oder der stark polarisierend ist, wird oftmals einfach, ohne ihn wirklich durchzulesen oder zumindest oder noch weniger, nachdem die Inhalte gecheckt wurden, einfach weitergeleitet, ohne, ja, wie gesagt, ihn sich vielleicht durchzulesen oder die Inhalte wirklich auf Richtigkeit zu überprüfen. Und warum wird das Ganze gemacht? Warum werden Fake News verbreitet? Was ist das Ziel dahinter? Fake News wollen nicht zur freien Meinungsbildung beitragen, sondern die haben zum Ziel, die Meinung der Lesenden in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Wir sehen hier auf der rechten Seite einen Ausschnitt aus einem Video, das in sozialen Medien geteilt wurde. Es ging eine Zeit lang über Twitter und Facebook, machte das ziemlich die Runde. Und darin werden ukrainische Flüchtlinge für Vandalismus in einem Zug verantwortlich gemacht. Und da hat jemand dann auch eine schöne Überschrift zu gefunden und auch ins Bild noch was dazu reingeschrieben. Jemand, der so etwas postet, der spricht nicht die freie Meinungsbildung der Betrachtenden an, sondern will ganz klar polarisieren. Er will die gesellschaftliche Meinung beeinflussen, in diesem Fall Meinung machen gegen Flüchtlinge, die sich nicht benehmen können und genau eventuell auch gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik. Und dadurch gerät das Vertrauen von vielen, die dieses lesen und für bare Münze nehmen, in die Institution oder in die Politik des eigenen Landes sehr ins Wanken. Ich stelle nochmal klar, das handelt sich hier tatsächlich um Fake News. Es war kein Flüchtlingszug, der hier gezeigt wurde, sondern tatsächlich sind das Bilder aus einem Zug, in dem Fußballfans zu einem Spiel angereist sind. Wenn man sich das ganze Video anschaut, dann sieht man Graffitis und Aufkleber, die eindeutig einer Fangruppierung eines Fußballvereins zuzuordnen sind. Genau, aber die alleinige Betrachtung dieses Screenshots lässt da noch nichts drauf hinweisen. Und leider Gottes glauben sehr viele Leute einfach das, was sie hier in diesem Ausschnitt sehen. Ein letzter Punkt noch, warum Fake News verbreitet werden, ist das Clickbaiting. Dabei geht es darum, dass Webseiten versuchen, möglichst viele Zugriffe zu kreieren, da sie dann dadurch mehr Geld durch Werbeeinnahmen verdienen oder ihre Markenbekanntheit steigt. Und dann durch besonders polarisierende Titel oder Aufmerksamkeit erregende Bilder sollen die Lesenden einfach mal zu einem Klick aufgefordert werden. So, und wie man Fake News nur erkennen kann, das erklärt Ihnen anhand vieler, vieler Beispiele nun meine Kollegin Frau Neuberger. Okay, ich übernehme dann von hier aus. Hier, wir haben jetzt ein paar Beispiele für Sie vorbereitet von Fake News und zeigen Ihnen dann auch gleich live, wie man denn erkennen kann, dass es hier sich tatsächlich um Fake News handelt. Fangen wir mal mit dem ersten Beispiel an. Bilder werden sehr gerne genutzt in Fake News, weil wenn man ein Bild sieht, glaubt man natürlich sofort, okay, das muss echt sein, ich sehe es in Person, es manipuliert Emotionen und schafft Vertrauen, dass es doch echt sein muss, weil man ja hier das in Person tatsächlich auch sieht. Diese Nachricht, die Sie jetzt hier sehen, ist etwas, was Mitte Juli 2021 verbreitet wurde. Und die Behauptung, die natürlich jetzt mit diesem Screenshot von einem Facebook-Post, einem Twitter-Post getroffen wird, ist, dass in Paris gerade Millionen gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren würden. Laut dem Innenministerium zu der Zeit war die Information verteilt worden, dass 18.000 tatsächlich nun in Paris demonstriert haben und 100.000 landesweit. Das heißt also, dieses Foto suggeriert ja, da sind Millionen auf den Beinen gerade in Paris, aber laut dem Innenministerium sind es nur 18.000. Wem soll man jetzt nun glauben? Eine sehr gute Methode, um gerade solche Posts, die auch ein Bild haben, das in eine Information suggeriert, zu prüfen, ist einfach mal die Bildersuche von Google zu benutzen. Und das werde ich jetzt einmal schnell vormachen. Ich habe hier einen Ausschnitt des Bildes genommen, weil wenn das Bild schon mal irgendwo benutzt wurde, dann wurde es ja nicht in diesem Kontext mit dem Twitter- oder Facebook-Window benutzt wahrscheinlich. Also habe ich einen Ausschnitt des Bildes nur genommen. Und jetzt switche ich mal in den Browser live und lade diesen Ausschnitt des Bildes hoch. Ich bin jetzt einfach mal bei Google und klicke auf die Google-Bildersuche, weil ich ja jetzt kein Wort suchen möchte. Und wähle aus, welches Bild ich hochladen möchte. So, das Demonstrantenbild möchte ich hochladen. Und da Google inzwischen da auf sowas sehr gut eingestellt ist, schlägt es mir auch direkt vor, wonach ich denn nach welchen Worten ich suchen könnte, wenn ich dieses Bild finden möchte. Nämlich, es schlägt mir sofort vor, Frankreich, WM-Party 2018. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, sehe ich hier auch lauter alte Nachrichten, die veröffentlicht wurden, wo ähnliche oder sogar genau dasselbe Foto verwendet wurde. Das heißt also, durch die Bildersuche habe ich sofort herausgefunden, es handelt sich hier nicht um ein Bild von 2021 während der Corona-Demos, sondern es handelt sich um ein Bild, um eine WM-Party. Das heißt also, was die Informationen, die mir suggeriert werden sollte mit dem Bild, dass das hier eine Corona-Demo ist und dass so viele Leute protestieren, die ist nicht wahr. Und deshalb ist es auch wichtig, solche Bilder dann auch durchaus mal zu überprüfen, wenn man denkt, da kann was nicht stimmen.
Also, und da ist die Google-Bildersuche immer sehr praktisch, einfach um rauszufinden, das passiert häufiger, dass so ein Bild genutzt wird und es ist ein echtes Bild, es ist nicht gefaked, aber es wird aus dem Kontext genommen, aus dem es sich eigentlich befindet. Der Kontext in dem Fall wäre also die WM-Party. Und es wird auch, es ist ein altes Bild, das ist eigentlich von 2018, aber die behaupten, es sei von 2021. Also es wird mit einem falschen Datum veröffentlicht. Das ist nicht nur bei Bildern wichtig, sondern auch bei News, dass man immer schauen sollte, von wann ist das denn wirklich? Ist das überhaupt eine aktuelle Information? Und dafür ist eine Google-Bildersuche, um zu schauen, wann ist die erste Instanz von diesem Bild veröffentlicht worden, sehr nützlich, um zu schauen, ob sich da ist, dass sich tatsächlich um ein aktuelles Bild handelt. Und was war denn das Ziel von diesen Fake News? Das war natürlich, den Glauben zu bereiten, dass der Widerstand gegen Corona sehr viel größer wäre, als er eigentlich ist. So, als nächstes habe ich hier ein Video diesmal als Beispiel. Nämlich, wenn man jetzt ein Bild, ja, das lässt sich inzwischen mit Paint und so weiter recht leicht fälschen, aber ein Video, das ist ja nicht so leicht zu fälschen, sollte man meinen und wirkt deshalb vertrauenswürdiger. Glücklicherweise in diesem Fall hat jemand anderes schon gute Arbeit geleistet und den echten Videoclip auf YouTube gefunden, von dem dieses Video ist. Und dieser Videoclip ist von 2019 und zeigt die Landwirtschaft in Brasilien. Und nicht nur wurde das Video aus seinem Kontext genommen, in diesem Fall wurde es auch bearbeitet. Nämlich, es wurde hier rechts die Grünfläche rausgeschnitten, um zu suggerieren, es handelt sich hier um die Sahara. Und deshalb ist alles so nur Sand natürlich. Aber in Wirklichkeit ist das Bild ja nicht aus der Sahara, sondern aus Brasilien, also das Video. Und ansonsten gilt auch für Videos, auch diese können bearbeitet werden. Sie können, ein Audio kann darüber gelegt oder verändert werden, um etwas zu suggerieren, um auch wiederum Falschinformationen zu verbreiten. Genau. Jetzt waren wir schon bei der Videobearbeitung und vielleicht ist Ihnen das ein Begriff, nämlich das Wort Deepfakes. Und das klingt alles so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Erstmal die Wikipedia-Definition von Deepfakes ist ein realistisch wirkender Medieninhalt, sei es Foto, Audio oder Video, die durch Techniken der künstlichen Intelligenz abgeändert und verfälscht worden sind. Okay, das klingt jetzt so kompliziert. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel so für eine ganz simple Variante, wo ähnliche Techniken wie bei Deepfakes verwendet werden. Das sind Face-Swap-Apps. Also wo man einfach sein Gesicht auf etwas anderes raufpackt. Das ist natürlich aber dann ein sehr offensichtlicher Fake, den man sofort erkennt. Ähnliche Techniken werden aber auch in Filmen verwendet, also zum Beispiel in Star Wars. Luke und Leia tauchen da plötzlich wieder auf mit ganz jungen Gesichtern, obwohl ja die Schauspieler schon längst viel älter sind. Auch da werden Techniken verwendet, indem man nämlich das alte Bildmaterial von Menschen, das bereits aufgenommen wurde, kann man verwenden, um ein von einem Computer animiertes Gesicht zu erstellen und auch Ton zu faken, zu erstellen und diesen dann in ein echtes Video einzufügen. Also in diesem Fall zum Beispiel wurde ein echtes Video von Putin genommen und aber ein computeranimiertes Gesicht sozusagen eingefügt, damit es dann wirklich so aussieht, als ob er das sagt, was er in diesem Video angeblich sagt. Dieses Video wurde am 16. März auf Twitter verbreitet und die Behauptung darin war, dass es ein Video, in dem Putin den Krieg in der Ukraine kapituliert. Und das ist natürlich, es ist ein Deepfake, es ist nicht ein echtes Video. In diesem Fall hat wiederum jemand das recherchiert und das Originalvideo gefunden und nachgewiesen, nämlich anhand von einer Handhaltung, die Putin in dem Video zeigt, und anhand einer Krawatte, die eine bestimmte Falte hat, erkennt er, dass dieses Videomaterial aus einem alten Video von Putin ist, in dem er etwas ganz anderes sagt und dann nur das Gesicht und der Ton bearbeitet wurden, damit es dann so aussieht, als ob er eine Kapitulation ausspricht. Und das wurde Gott sei Dank schon aufgedeckt. Das heißt aber, bei Deepfakes kann man als Amateur nicht so viel machen und erkennen. Da ist dann einfach wichtig, so ein bisschen selbst einzuschätzen, wie realistisch ist es, dass das wirklich gesagt wurde und einfach eine gewisse Skepsis auch gegenüber Videomaterial zu behalten. Und genau, ein wichtig ist natürlich auch gerade bei so einem sehr polarisierenden Video, das wird natürlich sofort geprüft, wenn so ein Video von Putin online gestellt wird, dann wird das natürlich von Experten recherchiert und sollte man bei einem Video, wo man sicher ist, das klingt ein bisschen seltsam, dann sollte man es Tage oder sogar Wochen später nochmal recherchieren, um zu schauen, ob es inzwischen widerlegt wurde oder nicht.
Jetzt haben wir uns sehr viel mit Bildern und Videos beschäftigt. Hier haben wir jetzt mal einen Online-Post, einen Facebook-Post, der verbreitet wurde mit einem Zitat, einem angeblichen Zitat einer grünen Politikerin, nämlich von Ricarda Lang. Das wurde am 22. März auf Facebook gepostet und die Behauptung hier ist, dass Frau Lang, Grünpolitikerin, verlangt, dass die Bevölkerung weniger isst, um halt den steigenden Lebensmittelpreisen entgegenzuwirken. Aber jetzt stelle ich mal einfach in den Raum, fällt Ihnen an diesem Post irgendetwas auf? Ist da irgendetwas Seltsames dabei? Da steht blöd statt Bild. Genau, also vom Logo her sieht es aus, als ob das irgendein Bildartikel sei. Aber wenn man genau reinschaut, sieht man, dass da blöd steht. Das heißt, das wurde also schon bei der Erstellung des Bildes, wurde es eigentlich als Satire erstellt. Also es sollte nicht realistisch sein. Aber wenn man sich dann mal die Kommentare auf Facebook anschaut, die habe ich anonymisiert, dann merkt man, okay, die Leute haben das tatsächlich trotzdem geglaubt, obwohl das ja in diesem Fall ein sehr offensichtlicher Fake war. Und daran merkt man halt, die Leute, die das geglaubt haben, haben sich da wahrscheinlich in ihrer Meinung bestätigt gefühlt gegen die Grüne oder gegen weibliche Politikerinnen oder vielleicht gegen Frauen, die etwas übergewichtig sind, dass sie dann so etwas verlangt. Da ist auch eine gewisse Fettphobie, dass dieser Witzartikel über sie erstellt wurde. Natürlich, in diesem Fall ist das Zitat völlig fake, aber all diese Leute haben das geglaubt, ohne es irgendwie weiter zu recherchieren oder auch nur nach einem Link oder nach diesem Artikel zu suchen. Aber es kommt auch vor, dass einfach ein echtes Zitat aus dem Kontext genommen wird und deshalb nach etwas klingt, was gar nicht gesagt wurde, oder dass Teile eines Zitates rausgeschnitten wurden, um die Bedeutung zu verändern. Das heißt also auch, wenn es ein echtes Zitat ist, man sollte immer nach dem Zitat einfach mal googeln. Das kann man ja ganz einfach mit einer Zitatsuche machen in Google, um zu schauen, wurde das tatsächlich gesagt und wo taucht es auf, in welchem Kontext. Jedes Zitat braucht eine Quelle. Eigentlich sollte es in einem solchen Artikel, wo etwas zitiert, dann, wo eine Politikerin zitiert wurde, sollte auch die Quelle genannt werden, wo sie das dann, wann sie das dann tatsächlich gesagt hat. Was in diesem Fall, da es sich hier um einen Screenshot handelt, natürlich nicht der Fall ist. Und daher ist gerade natürlich bei PolitikerInnen besonders wichtig, dass man solche Meldungen, solche Zitate überprüft, da das ja die eigene Meinung über Politik, was man wählt, welche Partei man mag, beeinflusst. Und das Ziel dieses Artikels war natürlich, Verleumdung, den Ruf dieser Politikerin zu schaden und vielleicht auch das Vertrauen in die Grüne als Partei zu schwächen. Ein ähnliches Beispiel ist hier ein Artikel, an den Sie sich vielleicht, haben Sie ihn selbst auch schon mal gesehen, der wurde verbreitet zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns im April 2020. In diesem Fall wurden echte Zitate benutzt von sogenannten Experten, das ist ja schon im Titel drin, 120 Experten zum Thema Corona. Es wurden echte Zitate verwendet, die wurden auch alle sehr schön zitiert mit Quellen. Also das wurde genau richtig gemacht eigentlich. Aber diese Zitate sind trotzdem irreführend genutzt worden, weil sie in einem irreführenden Kontext genannt wurden. Weil es heißt ja, Expertenmeinungen zu Corona, dann sollte man meinen, aha, das sind vielleicht alles Virologen. Aber es wurde analysiert vom Volksverpetzer. Und dann stellte sich heraus, von diesen sogenannten Experten hatten nur 59% einen Doktortitel mit medizinischem Hintergrund. Also alles andere waren Doktortitel, die in einem Hintergrund, der nichts mit Medizin zu tun hatte. Insgesamt haben sie 36 Stimmen von diesen 120 eingeschätzt, dass diese tatsächlich als Experten in einem Gebiet mit Virologie, Epidemiologie, das damit zu tun hat, eingeschätzt werden können. Das heißt also, wir werden manipuliert. 120 Experten haben das gesagt. Tatsächlich sind es 36. Und wenn man sich dann die einzelnen Zitate anschaut, wozu ich leider keine Zeit jetzt mehr habe, merkt man, dass viele dieser Zitate veraltet sind, dass da Aussagen getroffen werden, die schon längst widerlegt wurden. Und dass inzwischen manche der Experten auch öffentlich ihre Meinung geändert haben. Das heißt also, in diesem Fort wurde dieses Wort Experte genutzt. Und die Wahrheit dieser Aussagen, dass diese Zitate tatsächlich echt sind, um uns zu suggerieren, dass deren Meinung in Sachen Corona vertraut werden kann und auch aktuell ist. Aber es handelt sich einfach um eine Information, die längst veraltet ist. Dann habe ich hier jetzt noch einen ganz interessanten Fall. Fake News faken. Ich habe hier einen Twitter-Post, einen Screenshot eines Twitter-Posts, der verbreitet wurde Mitte März auf Twitter. Und angeblich wurde dieser Twitter-Post von CNN Breaking News gemacht. Jetzt habe ich jetzt einfach gestern mal auf deren Twitter-Kanal geschaut und habe dort einen Twitter-Post gescreenshottet.
Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, das sieht ein bisschen unterschiedlich aus, aber das ist auf den ersten Blick nicht offensichtlich, dass sich diese zwei Sachen doch sehr unterscheiden. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Bilder anschauen, dann sehen Sie, oho, bei Twitter, wenn man ein Bild postet, dann wird dieses immer mit gerundeten Ecken veröffentlicht, wie man hier sieht. Aber bei dem geteilten Screenshot sind die Ecken eckig. Das ist also ein Zeichen dafür, das ist kein echter Twitter-Post. Da hat jemand einen Twitter-Post fake hergestellt, um es so aussehen zu lassen, als ob CNN Breaking News diesen Tweet gemacht hat. Es gibt weitere Hinweise darauf, also zum Beispiel, dass Sie normalerweise niemals ein Bild alleine posten. Sie posten immer einen Link zu einem Artikel, wie es hier der Fall ist. Hier in dem Fall aber gibt es keinen Artikel, der damit dranhängt. Sie benutzen auch eigentlich normalerweise fast nie irgendwelche Smileys, in diesem Fall Flaggen oder irgendwelche Tags. Und das alles sind halt Hinweise darauf, dass es sich hier nicht um einen echten Post handelt, sondern dass jemand es so aussehen lässt, als ob CNN Breaking News das tatsächlich getwittert hat. Also eine Falschmeldung gemacht hat. Und in diesem Fall war das Ziel natürlich, dass man das Vertrauen in die Nachrichtenkanäle schwächen möchte oder bereits vorhandenes Misstrauen bestätigen möchte, so nachdem man durch hier schaut. CNN Breaking News hat eine Falschmeldung verteilt. Aber das war natürlich kein echter Tweet. Und dementsprechend, das heißt, es können auch Tweets gefaked werden, um falsche Nachrichten, um Meinungen zu verbreiten. Ein weiteres Beispiel jetzt für klassische Missinformation, nenne ich es mal. Es wird behauptet, Spenden an die Ukraine werden in der Müllverbrennung direkt entsorgt. Die Wahrheit hierbei ist jetzt, das ist tatsächlich ein echtes Foto, das im richtigen Zeitraum gemacht wurde. Aber nur die Kleidung, die gespendet wurde, wurde entsorgt und nicht alle Spenden. Und wenn wir uns jetzt mal den Spendenanruf, den die Feuerwehr Ilsendorf damals gemacht hat, anschauen, sehen wir, dass da auch spezifisch drin gesagt wurde, dass Kleidung im Moment nicht gesammelt wird. Also ja, es wurde ein Teil Wahrheit und ein echtes Bild genommen, das auch wirklich zu diesem Kontext gehört. Es wurden Spenden entsorgt, aber es handelt sich nur um Kleiderspenden und das wurde im Vorhinein auch so verbreitet, dass Kleiderspenden nicht gewünscht sind. Das heißt also, eine echte Information wurde genommen, wurde aber dann falsch interpretiert und daraus wurden falsche Schlüsse weitergezogen und diese werden verbreitet als eine Wahrheit. Das ist also ein klassischer Fall einfach von Fake News, wo falsche Informationen verbreitet werden, ohne irgendeine Quelle zu geben, worauf diese Informationen denn tatsächlich basieren. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man solche Informationen dann einfach, wenn es klingt nach etwas, das eigentlich nicht wahr sein kann, sollte man es selbst recherchieren und auch unterschiedliche Newsquellen lesen, um sich eine Meinung zu bilden. Und auch hier wird wieder, wo ist die Quelle für diese Information? Man sollte nachlesen können, okay, wo kommt diese Information her? Wer hat es behauptet? Jetzt, wenn es sich um eine Nachrichtenseite handelt, gibt es ein Impressum zu dieser Nachrichtenseite und natürlich gibt es einen Link, wo denn diese Information überhaupt her ist. Also man sollte immer schauen, ob eine Quelle zu einer Information angegeben ist und wie seriös diese betrachtet werden kann. Genau, das wollen wir jetzt alles mal zusammenfassen. Zunächst einmal, woran erkennt man Fake News? Oft ist es schon an der Aufmachung ein bisschen erkennbar. Ein sehr reißerischer, aufmerksamkeiterregender Titel und irgendein aufmerksamkeiterregendes Bild, weil man Emotionen und Empörung verursachen will, damit die Leser auch möglichst schnell sich eine Meinung bilden, ohne weiter nachzulesen und zu recherchieren. Es kommen häufiger auch Rechtschreibfehler vor tatsächlich, einfach weil es keinen so redaktionellen Prozess gibt. Vielleicht schaut nur eine Person oder zwei Personen drauf. Und es wird weniger darauf geachtet, als bei einem Nachrichtendienst, dass tatsächlich alles richtig geschrieben ist. Und ganz wichtig, es fehlen die Quellen. Es wird nirgendwo angegeben, wo denn die Information, die ich versuche zu verbreiten, her ist. Genauso wie rechts, das ist auch wiederum ein Beispiel eines Fake-News-Artikels. Ein weiterer Tipp, wie ich schon erwähnt hatte, wenn ein Bild verwendet wird, das eine gewisse Information suggeriert, dann sollte man dieses Bild auch per Bildersuche überprüfen, wann das denn zuerst veröffentlicht wurde und wo es herstammt. Und auch ein wichtiger Tipp, ein guter Tipp ist, dass man die Herkunft dieser Informationen zum Beispiel bei Nachrichtenartikeln überprüft. Also zum Beispiel dieser Artikel zum Thema 120 Expertenstimmen, der wurde von Rubicon veröffentlicht. Und wenn man sich dann die Wikipedia-Seite von Rubicon anschaut, findet man heraus, aha, da handelt es sich um ein Online-Magazin, das gerade Verschwörungstheorien, ihre Artikel basierend auf Verschwörungstheorien schreibt. Das heißt also, das heißt natürlich noch nicht, dass dieser eine Artikel, den ich gerade lese, fake ist, aber das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass man vorsichtig sein sollte und weiter suchen sollte nach weiteren Informationen auf anderen Seiten.
Genau, und wenn man sich unsicher ist, wie echt etwas ist, dann sollte man natürlich immer überprüfen. Was kann man denn jetzt selbst tun, um die Verbreitung von Fake News zu vermeiden? Das heißt, also wir haben jetzt gerade gezeigt, alles was Hinweise sind, wie man Fake News erkennt, aber was kann man denn jetzt mit diesem Wissen tun? Immer wachsam sein, wie Matt A. Moody schon sagte. Es gibt Fake News, die einen sofort stutzig machen, wo man sofort da erkennt, da stimmt was nicht, das Bild sieht falsch aus, der Text ist schlecht geschrieben oder ähnliches. Aber es gibt auch Fake News, die sehr seriös und sehr echt aussehen. Also sollte jede Nachricht kritisch betrachtet werden. Fake News melden. Auf Social-Media-Seiten gibt es ja die Möglichkeit, wenn absichtlich Falschinformationen verbreitet werden, diese zu melden. Und zum Beispiel bei Twitter gibt es ja inzwischen die Warnung, die manchmal unter einem Tweet steht, dass es sich bei diesem Tweet um Falschinformationen handelt oder dass es Informationen sind, die nicht nachgewiesen sind. Und auch bei Redaktionen und Medienhäusern, also so den klassischen Zeitungen oder Seiten, wie meine Kollegin schon erwähnt hatte, da gibt es oft eine Fehlerkultur. Wenn man sie auf inhaltliche Fehler aufmerksam macht, dann posten sie halt Korrekturen, wo sie darauf aufmerksam machen, dass sie etwas Falsches gesagt haben. Also das bringt es durchaus, wenn sie mal auf einer Nachrichtenseite eine Falschinformation finden, dass sie dann eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar machen, dass es sich hier um eine Falschinformation handelt, um so eine Korrektur zu verursachen. Man sollte offen mit Freunden darüber reden, über Fake News, was gerade Sachen sind, die verbreitet werden, worauf man achten sollte. Ganz wichtig, man sollte immer nach einer Quelle sich fragen, wenn eine Behauptung aufgestellt wird, ist da irgendwo ein Link dabei, gibt es eine Quelle? Und man sollte nichts unreflektiert weiterleiten oder posten. Das kennen wir ja alle auf WhatsApp, auf Telegram oder auf Twitter, dass einfach jemand ein Bild mit einem Titel gepostet hat, mit einem Link. Und dann statt auf den Link zu klicken, machen wir uns schon eine Meinung anhand des Bildes, anhand des Titels und leiten das einfach weiter. Ohne überhaupt jemals auf den Link geklickt zu haben, der die eigentlichen Informationen enthält. Und da habe ich eine Studie gefunden, die ist tatsächlich etwas veraltet, die ist von 2016. Und laut dieser auf Twitter werden 59 der Tweets, die einen Link zu einem Nachrichtendienst haben. In diesem Fall wurden die Nachrichtendienste BBC, Huffington Post, CNN, New York Times und Fox News angeschaut. 59% der Tweets, die einen solchen Link haben, werden geshared, also weitergetweetet, ohne dass Leute jemals auf den Link klicken. Und also da zeigt sich dann wirklich eine Statistik, wie sehr das üblich ist, einfach etwas weiterzuleiten, ohne sich damit weiter zu beschäftigen oder zu prüfen, dass es auch wirklich stimmt. Und das sollte man halt auf jeden Fall vermeiden, dass man, bevor man etwas weiterleitet, für sich selbst, um Selbstfehler zu vermeiden und auch um seine Freunde, Familie zu schützen vor solchen falschen Informationen, dass man es überprüft. Und dann ganz zum Schluss, offen mit Fehlern umgehen. Es wird vorkommen, dass Sie Fake News verbreiten versehentlich, weil Sie sich nicht genug mit etwas beschäftigt haben oder sich haben fehlleiten lassen. Es wird vorkommen, dass Freunde, Familie von Ihnen da etwas Falsches weiterleiten. Da muss man offen mit umgehen und ganz ehrlich drüber sprechen, auch zugeben, dass man vielleicht Freunde informiert. Achtung, der Artikel, den ich dir gestern verlinkt habe, der stimmt gar nicht, damit man es dann halt auch korrigieren kann. Und dabei kann man natürlich höflich und nett miteinander umgehen, damit auch Leute bereit sind, ihre Fehler sozusagen zuzugeben. Okay, hier haben wir jetzt ein Poster, das von der IFLA erstellt wurde, mit sozusagen den wichtigsten Informationen zum Thema Fake News erkennen nochmal zusammengefasst. Das wird meine Kollegin gleich im Chat teilen. Dann haben wir hier noch ein paar weitere nützliche Ressourcen mit weiterführenden Informationen, wenn Sie interessiert sind oder auch zum Beispiel mit einem News-Test, wo man sich selbst testen kann, wie gut man denn Fake News erkennt. Und diese Links jetzt hier finden Sie in unserem ISIS-Kurs. Da finden Sie auch diese Präsentation dann. Und da werden wir die dann gleich nach dem Kurs hinterlegen, damit Sie die auch nochmal einsehen und gerne nachlesen können. Außerdem finden Sie dort auch noch ein weiteres Handout mit ein paar weiteren weiterführenden Informationen. So, hier nochmal die Quellen, die wir verwendet haben zur Erstellung dieses Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, schön, dass Sie da waren und einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Coffee Lecture wieder.